Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Roli backt und kocht. Was machen wir heute? Heute gibt es panierten Blumenkohl. Eine hervorragende Beilage und dafür braucht ihr ganz normale Semmelbrösel. Habt ihr einfach kurz in der Tasse umgefüllt. Einen halben Teelöffel Knoblauchgranulat, wegen mir auch gerne frischen. Das macht keinen Unterschied. Einen Teelöffel Paprikapulver, zwei Eier, Pfeffer, Salz. Den Ofen heize ich schon mal vor, 200 Grad. Hier habe ich Mozzarella, ihr könnt aber gerne auch einen italienischen Hartkäse benutzen, wie zum Beispiel einen Pecorino oder einen Parmesan. Oder ihr mischt das Ganze für noch mehr Geschmack. Und wenn man natürlich überbackenen oder panierten Blumenkohl machen will, Blumenkohl, der bietet sich dabei richtig an. Und damit machen wir uns auch schon an die Zubereitung. Wir fangen an und zerlegen mal unseren Blumenkohl. Dazu entferne ich erstmal hier unten diesen Strunk. Ich kenne es jetzt nur als Strunk. Habt ihr einen anderen Begriff dafür? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Man lernt ja nie aus. Wir lösen also aus unserem Blumenkohl kleine Röschen heraus, denn wir wollen ihn ja nicht am Stück machen. Und ja, das ist eigentlich auch mit einem Messer relativ schnell erledigt. Ja, beim Blumenkohl haben wir gerade schon ein paar Röschen rausgelöst. Und jetzt geht es ganz einfach weiter. Wir nehmen einfach alle Zutaten bis auf die Eier und geben die da mal rein. Dann mischen wir das Ganze einfach mal kurz durch und wie anfangs schon erwähnt, etwas Hartkäse kann nicht schaden. Parmesan, Pecorino, das bringt nochmal etwas Würze hin. Nochmal kurz durchrühren und dann geht's schon weiter. Ja, Blumenkohl muss man kochen, unseren kochen wir nicht sonderlich lange. Nur so 4 bis 5 Minuten wird er eigentlich kurz angeköchelt und dann nehmen wir den auch gleich wieder raus. Aber die Zeit nutzen wir natürlich schon mal, um die 2 Eier aufzuschlagen. Die letzte Zutat, die wir noch übrig haben. Und ja, die verquellen wir ganz gut, denn zum Panieren, ja, da braucht es einfach verquelltes Ei. Das machen wir ganz easy, kleine Schälchen und mit einer Gabel und schön schnell sind unsere Eier verrührt. Ja, die 4 bis 5 Minuten sind jetzt auch um. Ich nehme also den Blumenkohl hier einfach mal raus, gebe ihn in ein kleines Schälchen und jetzt, leider ein bisschen unscharf, müssen wir den kalt abschrecken. Also richtig schön kalt abgießen, bis er wieder kalt ist, der Blumenkohl, sonst gerinnt euch nämlich das Ei. Und jetzt kommt das, was das Panieren ausmacht. Wir nehmen ein Röschen, tunken es ins Ei, tunken es in die Panade und legen es auf ein Backblech oder einen Rost, eben mit Backpapier. Ihr seht schon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ratzfatz ist unser Rost hier eben voll. Dann geht es ab in den Ofen, Umluft 200 Grad, 20 Minuten backen und so kommt er dann raus. Leute, ich sage euch, ein wahres Gedicht, schmeckt herrlich mit diesem Käsearoma, der da leicht dran ist, mit dem Knoblauch und so weiter. Super als Snack zum Dippen, mit Sour Cream oder was immer ihr da wollt. Probiert es auf jeden Fall mal aus und ja, lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal, euer Roli.